heute. Hallo. Mitten aus Hanoi heute. War ja ein sehr spontaner Trip hierher. Genau. Und keine Angst, das war also noch nicht der Rest von Lanta. Da haben wir also noch eine Menge Videos. Die werden in der Folge auch noch erscheinen. Gibt es ein paar Themenvideos, ein bisschen was über die Insel, ein paar coole Locations. Das kommt alles noch. Aber wir wollten einfach jetzt mal zeitnah sein. Genau, uns hinterher hinken, euch näher genau. Unseren Reisen und Abenteuern dabei haben lassen. Und unser Spontantrip nach Hanoi hier hat uns eben dann dazu zu der Überlegung geführt, hey, wir nehmen das jetzt einfach mal ganz kurzfristig immer alles, was wir jetzt aktuell machen und stellen das online und die anderen Geschichten kommen sukzessive hinterher. Ganz genau. Ja, habt ihr gesehen, wie der Trip hierher gelaufen ist im ersten Teil. Wir waren ja 3 Monate lang auf Koh Lanta, kleine, süße, chillige Insel. Plötzlich sind wir gelandet und dachten erstmal, wow, was geht hier ab? Also es ist jetzt Old Town von Hanoi. Genau. Also mittendrin, das Herz ist mittendrin, Hanoi. Ja. Und es ist Wahnsinn. Crazy. Es ist ein Gewusel, ein Gehupe, ein Gemache. In jeder Gasse ist irgendwas am Brutzeln. Ja. Die Leute, es ist alles eng auf eng und es ist einfach nur Wahnsinn. Genau. In der Folge seht ihr immer mal zwischendrin ein paar Videos davon, halt wie hier die Gassen sind. Jede Gasse, jede Straße hat ein eigenes Thema. Da gibt es eine ganze Gasse, da werden eine Schuhe hergestellt, anderswo wird das repariert. Dann gibt es wieder Lampen, dann gibt es Knöpfe. Knöpfe, alles was damit zu tun hat. Obst, alles was sie. Ja. In jeder Ecke, wenn du um eine Kurve kommst, zack, anderes Thema und alles dicht bei dicht. Alles wird mit Mumpe transportiert, riesige Kisten hinten drauf. Und dadurch ist ein wuseliger Verkehr. Es sind 8 Millionen Mopeds, die hier in der Stadt zugelassen sind. Also. Auf jeden Fall ist es ziemlich bunt, ziemlich laut und Hallo. Leute hocken auf ihren kleinen Tischchen und Stühlchen am Straßenrand, futtern irgendwas. Das ist, muss man aber auch mal gesehen haben, finde ich. Also genau. Das ist schon interessant. Also sehr viele Garküchen so an der Straße, wo kleine Omis was zu essen kochen und viele Leute sich das da holen. Sich dann da, wie Joni schon gesagt hat, auf so kleine Stühlchen setzen. Dann gibt es eben die krassen Kontraste. Man hat auch neue Gebäude und neue Viertel. Und nebendran hocken Leute auf der Straße und haben quasi nichts. Ja. Alles Buch und Dallas quasi. Ja. Also es ist schon crazy. Wie gesagt, es gibt da ganz, ganz moderne Hotels auch. Die sind zwar eine Gasse, die ist völlig verfallen. Ein Gebäude weiter, alles Marmor, alles hell und so leuchtet. Ja, alles gibt es denn da. Voll crazy. Aber es ist, wie gesagt, eben eine sehr, sehr wuselige, sehr interessante Stadt. Und gerade wenn man wie wir von einer schönen kleinen Insel kommen, ist es nochmal zusätzlich. Wow. Ja, wir hatten vorher gar keine Ahnung, was sich erwartet. Ja. Also wir empfehlen auf jeden Fall mal so eine Rikscha-Tour zu machen. Da kann man einfach mal alles nochmal in sich aufnehmen und ganz entspannt sitzen. Ja. Also huschst du immer von den ganzen Mopeds weg und das ist eben empfehlenswert, da mal eine Tour mit zu machen. Ja, dass man mittendrin dann in diesem Geschehen hat, man ist mitten auf den Straßen, das ist echt gut. Ja.
wie gesagt, der See liegt da so mittendrin. Dann haben wir ja den roten Fluss, der da so durchgeht. Das ist also sehr spannend zu sehen. Und vor allem diese Zugschienen, die mitten durch so einer kleinen Wohngegend durchgeht. Ja. Ist auch crazy. Die Leute leben da rechts und links und da ist so ein Zug, der da zweimal am Tag durchdonnert. Kleine Kinder spielen da rum. Ja. Und in Zukunft schnappen ihre Sachen, zerkleinern in die Wohnung. Ja, die leben dann halt da einen Meter neben der Schiene. Und ich habe da auch ein Bild gemacht, da kann man direkt rein fotografieren. Das ist der Fernseher gleich hinter das Bett, hinter der Tür und davor fährt der Zug. Das ist also echt crazy. Ja. Also es ist für ein Erlebnis mal ganz schön, sicherlich für einen Langzeiturlaub in Hanoi weniger geeignet, aber mal die Stadt gesehen zu haben, diese wuselige, diese Extreme zwischen Arm und Reich sind hier auch nochmal ganz deutlich zu sehen. Und sicherlich ist Vietnam auch noch ein sehr armes Land, gezeichnet durch viele Kriege und dadurch natürlich auch viel kaputt, viel wirtschaftlich nicht auf neuestem Stand. Aber wie gesagt, die Menschen sind freundlich, den man so trifft, den man anspricht, die sind immer freundlich. Ich denke auch, das ist für die Kinder auch mal ganz gut zu sehen, dass es auch wirklich sehr, sehr, sehr arme Menschen gibt und man eben echt verschätzen sollte, was man so hat. Ne? Das ist selbstverständlich. Ja. Ich denke mal, das hat Jamie schon ein bisschen aufgenommen jetzt. Ja. Morgen geht es dann wieder zurück. Ja, fliegen wir ja zurück nach Bangkok, nach Thailand und dann mit dem Nachtzug nach Koh Phangan. Wo wir dann auch viele von euch treffen werden und viele Familien, die einfach gleichgesinnt sind. Ja. Jetzt freuen wir uns zurückzukommen in die Wärme, ja. Genau. Sonne, Strand und Meer. Und dann schauen wir mal, wie es dann da weitergeht. Hör auf damit! Okay. Hör auf damit! Ciao.